Der nächste zu behandelnde Tagesordnungspunkt ist der Tagesordnungspunkt 24, Änderung der Satzung Straßenkunst. Hier gibt es einen Änderungsantrag AfD-Fraktion. Zu Beginn oder in der Fraktionsrunde? In der Fraktionsrunde. Die Fraktionsrunde beginnen die Freien Wähler, wenn Sie wollen. Müssen aber nicht. Dann für die CDU-Fraktion Herr Schmidt, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, mitten in der Saison beginnen wir nun endlich mit der Debatte oder mit der finalen Debatte zum Thema Straßenmusiksatzung oder Straßenkunstsatzung. Eine finale Debatte allerdings aus meiner Sicht nur für die aktuelle Runde, weil ich glaube nicht, dass wir mit der heutigen Entscheidung, die getroffen werden wird, eine dauerhafte Lösung haben, sondern es wird wieder zu Beschwerden kommen und wir werden dieses Thema in der Zukunft hier wieder diskutieren. Warum? Die Verwaltung hat aufgrund der Beschwerden vorgeschlagen, zum Beispiel ein Verstärkerverbot einzuführen. Wir finden das richtig und sinnvoll. Es gibt aber inzwischen eine Mehrheit hier im Rat, die dieses Verstärkerverbot nicht möchte. Stattdessen wird im Änderungsvorschlag oder im federführenden Ausschussbericht eine Änderung vorgeschlagen, die sagt, wir führen lediglich eine Lautstärkebegrenzung auf 80 Dezibel ein. Ich weiß nicht, wie das in der Praxis tatsächlich funktionieren soll. Rechtssicher durchzusetzen ist diese Lautstärkebegrenzung nicht. Und am Ende ist es immer noch das Problem, dass die gefühlte Lautstärke im Zweifel bei den Leuten deutlich höher ist als das, was man vielleicht misst. Und am Ende wird es, wie gesagt, wieder zu Beschwerden kommen. Das prognostiziere ich heute schon. Ein weiterer Punkt, der auch jetzt in dem federführenden Ausschussbericht rausgefallen ist durch die Mehrheit, die sich abgebildet hat, ist ein Vorschlag, den die Verwaltung gebracht hat, der sagt, Ruhezeiten zur Mittagszeit einzuführen. Fand ich persönlich sehr sinnvoll. Wir als Fraktion sehen das tatsächlich als eine sinnvolle Lösung oder hätten das als eine sinnvolle Lösung gesehen. Aber eine Mehrheit im Rat möchte es nicht. Zumindest scheint das so. Wir stellen an dieser Stelle dennoch den Antrag, die Ursprungsvorlage zur Abstimmung zu stellen, also das, was die Verwaltung eingebracht hat. Das würde ich jetzt als Antrag an die Verwaltung errichten und werden ansonsten den Änderungsanträgen nicht zustimmen, die also ablehnen. Federführender Ausschussbericht werden wir ablehnen und wir werden der Ursprungsvorlage zustimmen, sofern sie entsprechend zur Abstimmung kommt. Und ansonsten, wie gesagt, sehen wir uns zu diesem Thema mit Sicherheit in der Zukunft wieder. Genau, vielen Dank. Das würde Geschäftsordnung bedeuten, dass es ein Geschäftsordnungsantrag ist, nicht den federführenden Ausschussbericht, sondern die Ursprungsvorlage abzustimmen. Da stimmen wir Geschäftsordnung zunächst ab und dann sehen wir weiter. In der Rednerliste Bündnis 90 Die Grünen, Frau Bischofberger. Ups. Na? Jetzt. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Ich wollte eigentlich jetzt eine Bitte an den Oberbürgermeister wenden, aber leider ist er nicht da. Ich hoffe, er hört trotzdem in den Gängen des Rathauses zu. Zuerst möchte ich Ihnen kurz den Standpunkt unserer Grünen-Fraktion übermitteln, und zwar: Die grüne Fraktion steht für Vielfalt, auch in der Straßenmusik. Und für uns Grüne ist ganz klar, Straßenmusik ist ein Riesenglück für eine lebendige Stadt. Wir wollen Straßenmusik ermöglichen und nicht verhindern. Nun schlägt Ihre Vorlage ein Verstärkerverbot für Dresden vor. Aber ein Verstärkerverbot löst das Problem des Lärms wieder nicht grundsätzlich, denn Lärm kann man machen, auch ohne Verstärker. Und ein Verstärkerverbot schränkt dann wiederum die Vielfalt des musikalischen Angebots massiv ein. Aus diesem Grund haben wir gemeinsam mit Linken, SPD und FDP einen Ersetzungsantrag zur Vorlage erarbeitet. Wir sprechen uns gegen das Verstärkerverbot aus, respektieren aber die Bedürfnisse von Anwohnenden und von Menschen, die im Zentrum arbeiten.
Wir schlagen die Einführung einer Lärmbegrenzung von 80 Dezibel vor, wie es in Schwerin praktiziert wird, und den Einsatz eines mobilen Teams im Ordnungsamt, das im Ordnungsamt angesiedelt ist, wie es in Leipzig angewandt wird. Punkt 3 unseres Antrags sieht eine Überarbeitung und Neuprogrammierung der Straßenkunst-App vor, so dass demnächst wieder alle Straßenkünstlerinnen gleichberechtigt die Chance haben, Auftrittsplätze zu buchen. Denn derzeit kann die Straßenkunst-App manipuliert werden, sodass einige wenige Straßenkünstlerinnen und Künstler einen großen Teil der Plätze auf einen Schlag für sich reservieren können. Ich glaube, das haben Sie alle schon mitbekommen, dass dann immer wieder dieselben an einem Ort spielen. Und das ist sozusagen das Problem, dass diese App manipuliert werden kann. So. Und genau, vielen Dank an alle Beteiligten von Linken, SPD und FDP und auch anfänglich von der CDU für die konstruktive Zusammenarbeit bei der Suche nach Lösungen. Und jetzt zu meiner Bitte an den Oberbürgermeister. Das Thema Straßenmusik versus Lärmbelästigung wirkt, wie Herr Schmidt schon sagte, wie eine never-ending Story hier im Stadtrat und war ein wiederkehrendes Thema im Petitionsausschuss. Ihre Verwaltung, Herr Hilbert, hat extra deswegen eine Anhörung organisiert, die für uns Stadträtinnen fachlich sehr aufschlussreich war. Nach der Anhörung einigte sich nun eine Mehrheit im Petitionsausschuss, damals noch mit der CDU, die vorgestellten Verfahren ernst zu nehmen und schlug als Lösung die Einführung einer Dezibelgrenze wie in Schwerin und die Einführung eines mobilen Teams im Ordnungsamt, wie in Leipzig praktiziert wird, vor. Und dieser Beschluss des Petitionsausschusses findet sich aber nun in der Vorlage gar nicht wieder. Anstattdessen schlagen Sie ein Verstärkerverbot vor, weil das Ordnungsamt, so wurde uns berichtet, die Regelungen aus den anderen Städten in Dresden für nicht umsetzbar hält. Und jetzt frage ich mich, warum betreiben wir Stadträtinnen und Stadträte Ausschussarbeit? Warum investieren wir viel Zeit während einer langwierigen Lösungssuche und eines langwierigen Einigungsprozesses, wenn das Ergebnis unserer Arbeit am Ende nicht berücksichtigt wird? Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wenn es anscheinend widersprüchliche Aussagen von den verschiedenen Ämtern gibt, hätten wir uns gewünscht, dass Sie sich hinter den in langer Zeit erarbeiteten Kompromiss einer Mehrheit des Petitionsausschusses stellen und sich auch für diesen Kompromiss einsetzen, für eine Stärkung des Tourismus, für eine Belebung der Innenstadt, für eine Berücksichtigung der Belange der Anwohnenden und um die Arbeit und den Zeiteinsatz von uns Stadträtinnen und Stadträten wertzuschätzen. Ich komme zum Ende. Meine Bitte an Sie, Herr Hilbert, bitte behalten Sie für die Zukunft das Versprechen, welches Sie in der DNN am 11. Juli gaben, im Auge. Ihr Zitat: Wir werden an einer ermöglichenden Verwaltung arbeiten und keine Verhinderungspolitik betreiben. Ich hoffe, dass wir das jetzt hier bei der Straßenkunstsatzung und anderen Projekten gemeinsam schaffen. Danke. In der Fraktionsrunde als nächstes Herr Pinkert, bitte. Sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, nochmal von Herrn Lames. Wir reden jetzt über die Straßenmusik. Es ist eine Komikerparade gerade gewesen. Herr Schmidt stand hier vorne und hat gemeint, ja, eigentlich, und wir, und, haha, was haben wir denn beschlossen gehabt vor kurzem, ne? Hat die CDU gegen uns gekritscht? Genau das war unser Antrag. Und hinterher steht die Frau Bischofberger hier vorne und sagt, ja, mit der Begrenzung der Lautstärke und jetzt mit der Anzahl der Auftritte begrenzen, genau das war der AfD-Antrag. Unser AfD-Antrag vom 22. Januar 2021, ja, abgelehnt worden, hier. Also, wurde in den Gremien immer wieder nach hinten gestellt. Auf Wunsch der Verwaltung und anderer Parteien, ja, haben wir unseren Antrag damals geändert
um keine Festlegung der Dezibel zu machen, sondern dafür eine Grundlage zu schaffen, ohne Verstärker zu arbeiten. Am 24.03. im Stadtrat abgelehnt, ne? Und am 29.03. gibt es eine Verwaltungsvorlage, die allerdings unter aller Kanone ist eigentlich. Ne? Mit dem Unterschied zu unserem, ne? Keine Beschränkung der Auftritte, ja, je Woche, und auch noch Spielbereiche entfallen. Ja, keine Beschränkung der Auftritte, das ist das, was wir wollten, damit eben die Diversität gefördert wird in der musikalischen Darbietung, was gerade Frau Bischofberger bemängelt hat. Ja. Ersetzungsantrag im federführenden Ausschussbericht eingeflossen, sieht jetzt wieder die Lärmmessung vor. Ja? Die wollten wir dann nicht mehr, weil sie gesagt hatten, das geht nie. Die Verwaltung hatte gesagt, es geht nie. Andere Städte machen das. Was waren eigentlich die Probleme der Bürger? Erstens Lärm, zweitens immer wieder die gleichen Künstler, drittens Qualität der Darbietung. Was wird jetzt geändert? Lärm, Messung. Ja? 80 dB Lärmpegelbereich, das Lärmpegelbereich 5, 6, das ist wie eine stark befahrene Bundesstraße, die B170. Das brauchen sie gar nicht messen. Ja? Ohne Verstärker von der Verwaltung vorgeschlagen. Ja, was mache ich, wenn ich eine elektrische Gitarre habe? Die hat gar keinen Tonausgabe. Da muss ich einen kleinen Verstärker dran bauen. Ja, geht gar nicht. Was war unser Ursprungsantrag? Lärmbeschränkung auf Dezibel, auf 70 Dezibel, was immer noch sehr laut ist, aber einer normalen analogen Musikinstrument entspricht. Einspruch Verwaltung und andere Parteien, also Änderung. Ne? Dass wir sagen, Darbietung ohne Verstärker, mit Ausnahme für Instrumente, welche einen Verstärker benötigen, mit Einschränkung auf Lautstärke wie analoges Instrument. So. Begrenzung der maximalen Auftritte je Künstler, ja, um das Künstlerkollektiv je Woche, um mehr Abwechslung zu ermöglichen. Ja. Wir wollten nicht, dass jeden Tag am gleichen Ort der gleiche Künstler steht und der immer einen Spielbereich weiterzieht. Ja. Demzufolge haben Sie hier keine Diversität jetzt. Das wollten wir aber. Das heißt, unser Ursprungsauftrag verfolgte das Ziel, die Probleme der Bürger zu beseitigen, mit Ausnahme der Qualität der Darbietung, da dies bekanntlich im Auge des jeweiligen Betrachters ist. Was bekommen wir mit dem federführenden Ausschussbericht, hinter dem der interfraktionelle Antrag der Grünen, Linken, SPD und FDP steht? Keine Begrenzung Lärmpegelbereich, keine Begrenzung der Auftritte, aber dafür soll durch die Stadt eine Straßenkunstkommission gebildet werden, um eine qualitative Auswahl der Darbietung zu treffen. Man könnte dazu auch sagen, es wird versucht, sogar in der Straßenkunst politisch Einfluss zu nehmen, als würde der politische Einfluss auf andere kulturelle Einrichtungen unserer Stadt nicht ausreichen. Kurzum, ein weiterer Schritt in Richtung Meinungs-Gesinnungsdiktatur. Das will der mündische Bürger nicht. Er will Freiheit, Frieden, Sicherheit und nicht auch noch vorausgewählte, zugelassene, zensierte Straßenmusik. Da unser Änderungsantrag mit Beschränkung der Auftritte und Verminderung der Lärmemissionen. Ja? Vielen Dank, dass Sie unserem Änderungsantrag zustimmen werden, da dies wirklich die Probleme der Bürger beseitigt. Ansonsten sind wir genau dort, was Herr Schmidt vor uns gesagt hat, nämlich wieder dort, dass wir im nächsten Jahr wieder über die Straßenkunst diskutieren. Dankeschön. Als nächstes Herr Kolditz für die Fraktion Die Linke. Ich weiß ja gar nicht, womit wir das verdient haben, uns immer diesen Quatsch anhören zu müssen. Aber egal. Ah, okay. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte der demokratischen Fraktion, liebe Gäste. Bitte? Das ist schön, das erinnert mich immer ein bisschen an meinen ersten Hund, den habe ich auch trainiert, einfache Kommandos gegeben und dann hat er immer gleich gewunken. Das funktioniert ja ganz gut. Egal. Naja, kommen wir zum Thema. In so einem gesellschaftlichen Spannungsfeld zwischen verschiedenen Interessen gilt es natürlich, Abwägungen zu treffen. Einerseits haben wir die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die verständlicherweise zum Beispiel ihren verdienten Feierabend genießen wollen und das natürlich auch im Sommer bei geöffneten Fenstern. Natürlich gibt es auf der anderen Seite auch Gewerbetreibende, die im Umfeld belebter Plätze ihre Gaststätte oder ihre Geschäfte haben. Und andererseits haben wir die Kunstschaffenden, und die ihre Kunst und ihre Kultur mit ihrem Können zeigen wollen, weil sie die Menschen erfreuen wollen oder weil sie eben darauf angewiesen sind, ihren Lebensunterhalt ganz oder auch teilweise zu finanzieren. Dem ganz ursprünglichen Vorschlag, einiger ein gänzliches Verstärkerverbot einzuführen, lehnen wir als Linke ab, wie auch einem teilweisen Verbot. Für uns stellt das eine zu große und vor allem nicht gerechtfertigten Eingriff in die Freiheit der Kunst dar.
Verschiedene Künstlerinnen und Künstler sind nun mal darauf angewiesen, mit einem Verstärker spielen zu können, weil sie zum Beispiel noch eine Begleitmelodie haben oder die benötigen im Hintergrund. Auch ein Teilverbot von Verstärkern würde so einen Auftritt in der Gesamtkomposition unmöglich machen und Menschen in ihrer Berufsausübung einschränken. Auch der reine Gesang, der zum Beispiel im Hintergrund begleitet wird mit einer Melodie, wird zum Beispiel, wie zum Beispiel die drei Tenöre auf dem Schlossplatz, die zu klassischen und modernen Titeln singen, wären davon betroffen. Aber nicht nur Musikerinnen und Musiker sind davon betroffen, sondern auch Performance-Künstlerinnen. Denken wir nur beispielsweise an den Straßenkünstler Georg Kressler, der tagsüber Kinder mit seinen großen, bunt schimmernden Seifenblasen verzaubert und abends am Verkehrsmuseum eine Feuershow mit Musik darbot. Der Kompromiss, die Interessen der Bürgerinnen und Bürger und Kunstschaffenden in Einklang zu bringen, ist es, die Lautstärke per Dezibelgrenze zu regulieren. Und dann ist es egal, ob es ein Instrument oder eben ein Verstärker ist, was laut ist. Während uns die Verwaltung immer gesagt hat, dass das nicht gehen würde, beweisen eben Städte wie Frankfurt am Main, Schwerin und Leipzig schon länger das Gegenteil. Denn dort gelten eben solche Dezibelregelungen. Und das Ordnungsamt ist dort bei Bedarf eben mit geschulten Teams unterwegs und mit entsprechenden Messgeräten im Einsatz. Also warum sollte es nicht auch in Dresden gehen? Unterlegt mit einer eigenen Hotline, wie im Beschlussvorschlag für Bürgerinnen und einem mobilen Team des Ordnungsamtes zur Kontrolle, haben wir im Beschlussvorschlag gute Voraussetzungen für diese Regeln, die dann umgesetzt werden können, mit an der Hand gegeben. Ich finde, dass in dieser polarisierten Debatte, dass es ein durchaus gangbarer Weg ist, der im Übrigen auch in Teilen der Straßenkunstszene befürwortet wird, um die verschiedenen Interessen in Einklang zu bringen. Ich persönlich glaube, eine Stadt, die nicht nur Landeshauptstadt ist, sondern auch voller Kunst und Kultur steckt und versuchte, europäische Kulturhauptstadt zu werden, die sollte geeignete Mittel und Wege finden, eben alle Interessen in Einklang zu bringen. Ansonsten freue ich mich persönlich, dass der Beschlussvorschlag auch vorsieht, dass jetzt auf der Augustusbrücke gespielt werden kann und es vielleicht noch ein Ort wird, an dem man ein bisschen, an dem man lieber noch verweilt. Wer in den letzten Wochen mal über die Brücke gegangen ist, der hat schon mitbekommen, dass sich Künstlerinnen und Künstler diesen Ort so ein bisschen erobert haben und da schon gespielt haben. Und ich finde, das tut der Atmosphäre durchaus sehr gut. Vielleicht haben wir ja doch irgendwann mal so eine kleine Karlsbrücke von Dresden. Letztlich bleibt mir zu sagen, ich freue mich auf einen Sommer voller wunderbarer und kreativer, vielfältiger Angebote der Straßenkunst in unserer belebten Stadt und hoffe hier, dass wir eine halbwegs nachhaltige Lösung gefunden haben. Vielen Dank. Als nächste Fraktion die SPD-Fraktion. Herr Drews übernimmt das. Sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Dresdnerinnen und Dresdner. Dresden ist eine Kunst- und Kulturstadt. Da sind wir alle drauf stolz. Das ist auch richtig so. Allerdings gehört zu einer Kunst- und Kulturstadt auch, dass Kunst und Kultur eben nicht nur in den dafür vorgesehenen Städten und Einrichtungen und Häusern stattfindet, sondern dass Kunst und Kultur in dieser Stadt insgesamt gelebt wird und auch im öffentlichen Raum möglich ist. Deswegen sollten wir alle miteinander eigentlich ein Interesse daran haben, das Thema Straßenkunst und Straßenmusik in unserer Stadt nach allen Kräften zu befördern. Wir sind aber auch Kunst- und Kulturstadt, weil wir viele junge Künstlerinnen und Künstler in unterschiedlichsten Einrichtungen in unserer Stadt ausbilden. Genannt sei das Heinrich-Schütz-Konservatorium, die Musikhochschule oder das Landesgymnasium für Musik. Und die jungen Menschen, die dort lernen, die brauchen natürlich auch Möglichkeiten, sich auszuprobieren. Und das idealerweise nicht bloß im sterilen Lehrraum und nur vor den Lehrerinnen und Lehrern oder den Mitschülerinnen und Mitschülern, sondern natürlich auch vor Publikum, in der Öffentlichkeit. Und damit sozusagen die Möglichkeit auch mal zu gucken, trifft man nicht nur die Noten, sondern wie kommt das Ganze eigentlich auch an bei den Menschen in der Stadt. Und ich glaube, diese Möglichkeit sollten wir auch in unserer Stadt weiterhin schaffen, denn wir bilden in dieser Stadt nun mal nicht nur Musikerinnen und Musiker aus, die ohne Verstärker auskommen. Natürlich gibt es Musikinstrumente, die ohne einen Verstärker nicht auskommen. Und ich glaube nicht, dass wir die ausschließen sollten, wenn wir über Straßenmusik sprechen. Und natürlich kommt man auch mit einer akustischen Gitarre oder mit Gesang ohne eine irgendwie geartete Verstärkung nicht weit, wenn man im öffentlichen Raum, wo ja ohnehin schon ein gewisses Grundrauschen und eine gewisse Lautstärke herrscht, da irgendwie Musik machen will und damit auch tatsächlich jemanden erreichen will und wahrgenommen werden möchte. Deswegen ist der auch aus Sicht meiner Fraktion viel, viel bessere Weg, über Lautstärkenbegrenzung zu gehen. Der Kollege Kolditz hat ja gerade eben schon ausgeführt, in welchen Städten das funktioniert.
Ich möchte auch noch mal an die letzte Stadtratssitzung erinnern und die Diskussion rings um das Assi-Eck in der Dresdner Neustadt. Da hat auch das Dresdner Ordnungsamt bewiesen, dass es das kann, Lautstärke zu messen bei Beschwerdeführern und daraus eine Ableitung zu treffen. Warum soll das nicht an anderen Stellen auch in dieser Stadt gehen und warum soll das nicht auch beim Thema Straßenmusik gehen? Darüber hinaus haben, glaube ich, die Regelungen, die wir bisher jetzt in dieser Stadt schon eingeführt haben, mit den Spielzeiten, mit den Orten, mit der App und der Anmeldung vorher, gezeigt, dass wir auch den Künstlerinnen und Künstlern, die bei uns in Dresden auf den Straßen auftreten wollen, ein gutes Stück an Vertrauen und Eigenverantwortung in diesem ganzen Bereich mitgeben können. Der allergrößte Teil der Leute hält sich an diese Regelung. Das wird auch bei einer Lautstärkenbegrenzung so sein, wenn wir die hier heute beschließen. Und da mache ich mir tatsächlich deutlich weniger Sorgen, dass das am Ende nichts bringen soll, sondern ich glaube schon, dass das auch nochmal eine Auswirkung auf die Beschwerdelage hier in der Stadt hat. Der CDU-Fraktion würde ich gerne noch empfehlen, nochmal sich in den Austausch mit ihren Stadtbezirksbeiräten aus der Altstadt zu gehen, die als ja, hauptsächlich betroffener Bereich auch das Verstärkerverbot abgelehnt haben und dort andere Lösungen favorisieren. Ich finde das sehr bedauerlich, dass sie dieser Meinung in ihrer Partei kein Gehör geschenkt haben und der zumindest nicht folgen. Abschließender und letzter Punkt, die absurdeste Idee, finde ich ja, in dieser ganzen Diskussion, ist die Straßenkunstkommission. Ganz ehrlich, wer soll die eigentlich besetzen? Nach welchen Kriterien soll dort eigentlich ausgewählt werden oder beurteilt werden, wer auf den Dresdner Straßen spielen darf und wer nicht? Wer ist denn dafür qualifiziert, sowas zu machen? Und wie gesagt, wer legt eigentlich die Kriterien fest? Das ist tatsächlich eine völlig absurde Idee, die ja wir auch nicht folgen können als SPD-Fraktion. Deswegen würde ich an dieser Stelle auch gern punktweise Abstimmung beantragen, so, oder zumindest den Punkt 4 war es, glaube ich, der diese Straßenkunstkommission thematisiert, den separat abzustimmen. Und die anderen drei können aus meiner Sicht oder unserer Sicht weiterhin gemeinsam abgestimmt werden. Aber das erschließt sich uns tatsächlich nicht, das ist keine sinnvolle Lösung. Das hat sich auch, also gibt es nicht wirklich bundesweit in vielen anderen Städten, hat sich nicht als sinnvolle Idee dargestellt. Und mal davon abgesehen, dass es versucht, Kunst und Kultur, die frei sein sollten und die im Auge des Betrachters liegen, an irgendwelche noch zu definierenden Maßstäbe zu ketten, das halten wir nicht für den richtigen Weg. Deswegen werden wir diesen Punkt ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dries. In der Fraktionsreihenfolge die FDP. Herr Zastrow, bitte. Ja, sehr geehrter erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, also wenn Dresden unter einer Sache bestimmt nicht leidet, dann ist es zu viel Lebendigkeit. Wenn ich abends in die Altstadt schaue, dann wird mir eher manchmal Angst in meine Stadt, weil das einfach eine tote Stadt ist, und zwar an ganz, ganz vielen Stellen und viel zu oft. Und das, was wir brauchen in dieser Stadt, wir brauchen viel mehr Lebendigkeit, wir müssen sie beleben, wir brauchen eine Innenstadt. Aus meiner Sicht kann sein, dass man sich woanders das anders vorstellt, aber eine Stadt, die tobt, wo was los ist. Und da schaue ich schon sehr neidisch, gerade zu unseren östlichen Nachbarn, wenn du in Polen auf einen beliebigen Marktplatz einer mittelgroßen Stadt gehst, ob das Posen ist, ob das Breslau ist, Krakau ist, ganz egal, Katowice, Warschau, dann leben diese Städte, dann ist die Innenstadt voll, dann sind alle Plätze mit Gastronomie belegt, und zwar bis zur Mitte und nicht bloß so ein bisschen am Rand. Da streitet man noch nie darüber, ob man noch 5 Meter weiter die Fläche nutzen kann, sondern das wird einfach belebt. Und egal, wo man da um die Ecke geht, ist auch Musik. Ganz selbstverständlich wird Straßenkunst geboten. Überall ist das so. Im Süden, wo wir alle sehr gerne Urlaub machen, ist das auch so. In Kroatien, Italien, egal wo Sie hingehen. Und genauso, wenn Sie nach London oder nach England fahren, überall ist das so bei uns. Warum Sie sich da in der konservativen Ecke so schwer tun, verstehe ich ehrlicherweise nicht, weil Sie alle auch gerne dort Urlaub machen, wo mehr Leben ist. Und dieses Leben hätte ich ganz gerne zuweilen auch in unserer Stadt. Und ich bin selbst vor 2 Wochen, weil ich Besuch hatte, mal wieder Tourist in meiner eigenen Stadt gewesen und habe mal wieder ein Stück die Fortschritte genau in der barocken Innenstadt gesehen und war überrascht, wie viel Straßenmusik es gab und wie gut das war. Und zwar durchweg, überall. Da wurde Qualität geboten. Das war nicht mehr die Großfamilie, die das Repertoire von 2, 3 Songs hatte, sondern das war richtig gut. Und das hat dieser Stadt gut getan. Das hat man auch an der Stimmung der Leute gesehen.
Deswegen ist für uns ganz selbstverständlich, dass wir natürlich den Antrag der Verwaltung nicht mit unterstützen können. Das passt nicht zu einer lebendigen Stadt. Und ich wünsche mir da gerne eine andere Stadt. Das betrifft auch viele andere Dinge. Das sind die Schließzeiten von Biergärten beispielsweise, die zu früh sind. Das ist, dass das Leben viel zu früh in dieser Stadt schläft. Das ist dieses sinnlose Verbot von Feuerwerken, was wir haben. All das gehört in eine lebendige Stadt. Das wurde ja auch mal von Herrn Schulte-Wissemann gesagt. Eine Stadt ist zum Benutzen da. Und genau das sehe ich so. Und übrigens nicht nur in der Neustadt, sondern es täte uns allen viel, viel gut, noch der Neustadt übrigens gut, wenn sich das eben auch am Postplatz, am Altmarkt, überall auch am Neumarkt so zeigen würde. Deswegen ganz klar, das muss so sein. Die Augustusbrücke haben wir hier ein bisschen gesondert betrachtet. Wie gesagt, es gibt ja das große Ziel, dort Kultur und Freizeitleben draufzubringen. Das wird sehr schwer, weil es ja eine sehr, sehr große und massive Karlsbrücke ist im Vergleich. Aber wir wollen es versuchen, weswegen wir gesagt haben, genau dort soll mehr möglich sein, auch ohne extra Genehmigung. Dort kann man mal was probieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man auch nur irgendeinen Menschen da stört, wenn man etwas macht. Und deswegen ist das so ein Stück weit ein Experiment, mal dort zu probieren, ob Straßenmusik auch ohne große und bürokratische Buchungsverfahren dort funktionieren kann. Tja, und was diese Kunstkommission betrifft, im Ausschuss hatte ich noch den Eindruck, dass die Fraktionen gemeinsam zum kompletten Änderungsantrag stellen, lieber Herr Kollege Drews. Was die MSB, was die Kunstkommission betrifft oder wie auch immer man das nennt, das ist ein Prüfauftrag. Und der wendet sich genau an die eine Stelle, die ich als Kritik zulasse, nämlich die mangelnde Qualität mancher Darbietung. Und die mangelnde Qualität, das ist keine Geschmacksfrage, sondern das ist schon die Frage, ob ich Time to Say Goodbye aller drei Lieder spiele oder ob meine Fähigkeiten etwas darüber hinausgehen. Und andere Städte, die damit sehr viel Erfolg haben, wo du wirklich an jeder Ecke, auf jedem kleinen Platz auch Straßenmusik hast, die haben auch Beatbox und alles Mögliche dort zugelassen, wie zum Beispiel London, auch Paris, haben solche Regeln. Wie genau das machen, muss die Verwaltung prüfen, da muss es einen sinnvollen Vorschlag geben. Aber dass man im Zweifel sagt, naja, dann zeig mal, was du kannst und zeig auch, dass du eine gewisse Vielfalt bietest, das halte ich nicht für verkehrt. Es ist ein Prüfauftrag, wir schauen uns das an. Es hat mit Zensur und so einem Schwachsinn überhaupt nichts zu tun. Ich weiß nicht, wie man darauf kommen kann. Sondern es geht einfach darum, dass dort natürlich auch eine gewisse künstlerische Qualität geboten werden soll. Das soll derjenige, der diesen wertvollen Platz in der Stadt dort für sich nutzen kann, eben auch unter Beweis stellen. Dafür gibt es Möglichkeiten. Es gibt andere Städte, die haben da gute Erfahrungen. Wir prüfen das mal und dann kann man ja schauen in der Kulturverwaltung, was bei rumkommt und welches Modell eventuell funktionieren könnte. Aber ich bitte natürlich, dass ihr auch diesen Punkt mit zustimmt. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Zastrow. Zum Abschluss der Fraktionsrunde die Dissidenten. Herr Aschenbach, bitte. Geht los, wa? Hallo. Zunächst lese ich aus der derzeit gültigen Straßenkunstsatzung vor. Paragraph 7 Erlaubnisversagung. Die erteilte Erlaubnis kann mit sofortiger Wirkung entzogen werden, wenn ein Verstoß gegen die Polizeiverordnung Paragraph 4 Absatz 1 vorliegt. Manche werden vielleicht nicht wissen, was in der Dresdner Polizeiverordnung Paragraph 4 Absatz 1 steht. Dort heißt es zur Benutzung von akustischen Geräten und Musikinstrumenten. Akustische Geräte und Musikinstrumente dürfen nur so benutzt werden, dass andere nicht unzumutbar belästigt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Geräte und Musikinstrumente im Freien benutzt werden. Des Weiteren belehrt die aktuelle Straßenkunstsatzung den Musikanten wie folgt. Pflichten. Straßenkunst darf nur so ausgeübt werden, dass andere Personen, insbesondere ortsansässige Gewerbetreibende, Anlieger und andere Sondernutzerinnen, nicht belästigt werden. Hier eine Frage bezüglich der gewünschten Änderung. In der Aussage, andere dürfen nicht belästigt werden, ist Lärmbelästigung schon enthalten. Ist diese Ergänzung also nicht ebenso überflüssig wie unzumutbar? Zurück zur aktuellen Straßenkunstsatzung.
Die enthält selbstverständlich auch Sanktionsmöglichkeiten. Die derzeitige Satzung ist also völlig ausreichend, um belästigenden Musikern beizukommen. Dass in der echten Welt zumeist ein höflicher Hinweis durch Menschen und erst recht durch Menschen in Uniform ausreicht, um Konflikte beizulegen, ist in der Dresdner Verwaltung und Politik ein offensichtlich weitgehend unbekanntes Phänomen. Und sollte wirklich mal ein Lärmender trotz freundlicher Ansprache bocken, dann hat das Ordnungsamt an anderer Stelle doch schon bewiesen, dass es mit der Rechtmäßigkeit verhängter Verwarnungsgelder auch äußerst kreativ umgehen kann. Wenn also auf Beschwerden nicht reagiert wird, dann liegt es nicht daran, dass die Satzung unzulänglich ist, sondern, obwohl Straßenmusikbelästigung ja scheinbar ein äußerst drängendes Problem ist, weder die 29 Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes Zeit finden, von der Theaterstraße rüber zu huschen, noch die 37 Jungens der besonderen Einsatzgruppe. Obwohl, bei letzteren kann man darüber nur froh sein. Laut ausdrücklichen Wunsch der CDU und Vorschlag der Verwaltung soll ein Verstärkerverbot es richten. Und ein weiteres Mal kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass entscheidende Entwicklungen des 20. Jahrhunderts einigen Dresdnern entgangen sind. Das Lustigste, ihr wollt ausgerechnet Darbietung verbieten, bei der man die Lautstärke einstellen kann. Dafür haben diese fantastischen Geräte solche wunderbaren Drehknöpfchen. Der Rest der Rasselbänder setzt auf eine Dezibelbegrenzung. Dabei verzichtet sie trotz wiederholten Hinweisen, dass das so keinen Sinn ergibt, auf jede Festlegung von Messparametern. Misst man direkt am Mund des Musikanten, überschreitet man diese Grenze immer. Rechtssichere Messungen bräuchten tatsächlich, rechtssichere Messungen müssten sehr umfangreich sein. Draufgeschissen war. Abschließend sei noch der FDP gedankt, die mit ihrem Ergänzungsantrag die Einsetzung einer Straßenkunstkommission zu prüfen, nochmal anschaulich klarstellt, was sie unter Liberalismus versteht. Den drei mehr oder weniger sinnvollen Satzungsänderungsvorschlägen, Tiere von dieser Satzung zu verschonen, sich auf der Augustusbrücke einfach mal zu entspannen und wegen Schallüberlagerung in der Prager Straße die Spielbereiche zu reduzieren, würden wir gerne zustimmen. Daher bitte ich, entsprechend abstimmen zu lassen. Vielen Dank, Herr Aschenbach, dafür, dass Sie uns mitgenommen haben, deutlich zu machen, dass Sie sehr gut mächtig des Lesens sind, moderner Präsentationstechniken. Und insbesondere freue ich mich außerordentlich, dass Sie als personifizierter Vertreter des Chaos sich so intensiv mit städtischer Ordnung beschäftigen. Vielen Dank für die Lebendigkeit in der Debatte. In der Fraktionsrunde waren wir jetzt durch, aber die Dissidenten wollen einen zweiten Wortbeitrag. Ich bin gespannt, ob die Fraktion diesmal zusammenhält oder ob wieder einer eigenmächtig vorgeprescht ist. Herr Dr. Schulte-Wissermann, bitte. Sehr geehrter erster Bürgermeister, wir sind eine untrennbare Einheit. Wie gesagt, die Fraktion der Aussätzigen und Verrückten, immer schon Max Aschenbachs Ziel, jetzt ist es Realität geworden. Ich wollte nur auf zwei Sachen hinweisen. Diese Straßenkunst-Thematik, die kommt ja quasi regelmäßig, einmal im Jahr mindestens. Und sie wird auch nächstes Jahr wieder kommen, bin ich mir relativ sicher. Ich will sie nicht langweilen, aber zwei Sachen möchte ich doch noch herausstellen, denn sie sind noch nicht gesagt worden. Ich halte sie dennoch für wichtig. Wir erinnern uns noch alle in Corona-Zeiten, da hatten wir diese Kulturinseln. Und da haben wir, ich habe es vergessen, aber irgendwie Hunderttausende von Euro ausgegeben, um so Kulturinseln zu betreiben, wo dann Musik gespielt wurde. Das war ja auch alles richtig. Aber worauf ich hinaus will, ist, Straßenkunst, Herr Tasso hat es schon so ein bisschen angedeutet, Straßenkunst hat natürlich einen monetären Wert, für den wir in Dresden aber nichts bezahlen müssen. Stellen Sie mal vor, wir müssten all die ganzen KünstlerInnen irgendwie bezahlen. 50 Euro halbe Stunde, 100 Euro eine Stunde, das ist dann so Mindestlohn, würde ich mal behaupten, für solche Leistungen. Die bringen ja auch noch was mit, ne, mit ihren eigenen Strom, ihre eigenen Musikinstrumente. Straßenkunst ist ein monetärer Wert und
der die Besuchenden hier in Dresden, ich denke mal, im Wesentlichen erfreut, weil sonst hätten wir ja von Touristinnen und Touristen irgendwie Beschwerden, haben wir ja nie. So, also wenn man Straßenkunst behindert, behindert man halt natürlich auch diese eigentlich sehr, sehr guten, auch werbetechnisch guten Dinge für Dresden. Der zweite Punkt, auf den ich hinweisen will, ist, dass natürlich die StraßenkünstlerInnen, dass die, wenn die jetzt von außerhalb herkommen, viele ziehen ja über ganz Europa oder die ganze Welt, dass die natürlich auch BotschafterInnen sind. Ja? Also wenn die gut behandelt werden, dann werden sie sagen, ja, geht doch mal nach Dresden, das ist cool, das ist schön. Die erzählen dann auch ihren Freunden und Freundinnen davon, die vielleicht jetzt nicht Straßenkünstler sind, sondern die einen Studienplatz suchen oder einfach einen schönen Platz, wo man mal Urlaub macht, wo man da hängen bleibt. Und wir wollen ja doch Menschen, die dazukommen und unsere Stadt bereichern. Und ich erzähle mal eine Geschichte. Vor ungefähr 6-7 Jahren hatte ich mit einem zusammen Demo für Straßenkunst auf dem Neumarkt angemeldet, so von 12 bis 17 Uhr. Und wir waren gerade fertig um 17 Uhr. Da kamen aus Richtung Bahnhof 4 junge Personen, alle Rucksack auf, große, so eine Beatbox dabei. Da haben sie sich die Turnschuhe angezogen, haben die Beatbox angemacht und haben wirklich fantastisch Breakdance-Vorführungen gemacht. Es war wirklich klasse, aber wir waren ja von der Demo noch und dann hat eben jener besagte Seifenblasenkünstler ist dann da hingegangen, hat ihnen gesagt, dass das, was sie gerade machen, halt nicht erlaubt ist und hat ihnen erzählt, was passieren könnte, wenn sie halt vielleicht Pech haben. Naja, es war 17 Uhr, die sind instantan aufgestanden, haben alle ihre Sachen gepackt, haben gesagt, naja, wenn wir jetzt zum Bahnhof gehen, sind wir noch rechtzeitig in Breslau. So. Und ich glaube nicht, dass die 4 jetzt seitdem in den letzten 7 Jahren irgendwie positiv von Dresden geredet haben. Die haben wahrscheinlich gesagt, ach nee, braucht ihr nie hinfahren, fahrt mal gleich nach Dresden oder fahrt durch bis nach Berlin oder nach Prag, aber Hauptsache nicht nach Dresden. Mein Punkt ist, Straßenkunst ist ein Wert, wir sollten sie hegen, wir sollten sie pflegen und sollten nicht der Straßenkunst Steine in den Weg legen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dr. Schulte-Wissermann. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Doch, da noch Herr Schmählich. Sehr schön. Tja, das ist halt so, wenn es um die Straßenkunst geht. Vielleicht sind wir ja die Straßenköter-Fraktion oder so, kann ja sein. Could be. Ich will auch nicht die Dinge wiederholen, sondern möchte noch einmal zuspitzen und ich kann es dann auch nicht Herrn Sittel ersparen, der ja heute besonders gut drauf zu sein scheint, auch in dieser Frage noch mal eine konkrete Antwort zu geben. Weil eine Frage bei dem Antrag für mich, auch als jemand, der in dieser Branche nun jahrzehntelang gearbeitet hat, also nicht als Straßenkünstler, sondern in der Unterhaltungs- oder in der Musik- oder Kulturszene und Kulturmanagement, eine Zahl wie 80 dB in den Raum zu werfen und zu sagen, das ist unsere Messlatte, dann muss ich auch immer formulieren, wo wird das denn eigentlich gemessen? Also ich werde jetzt hier, ich hatte vorhin mal bei einer Rede kurz von meinem Platz aus gemessen, da war ich bei 77 dB, also ich musste noch nicht einschreiten, es war unter 80. Aber es ist doch immer die entscheidende Frage, wo dies gemessen wird. Das, davon steht nichts drin. Wird zwar auf das Emissionsschutzgesetz Bezug genommen, aber sonst nicht. Ich halte also eine Regelung, die so unbestimmt ist, dann am Ende auch nicht praktikabel. Und in den bisherigen Debatten über die Satzung, Herr Sittel wurde seitens Ihres Zuständigkeitsamtes immer wieder gesagt, das sei nicht messbar, nicht rechtssicher messbar. Dazu hätte ich jetzt dann doch mal eine aktualisierte Aussage, weil, und da teile ich natürlich selbstverständlich die Position meines Fraktionskollegen Aschenbach, wir haben kein Regelungsproblem, wir haben ein, ich sag mal, Durchsetzungsproblem, auch wenn es um die Interessen der Anwohnerinnen und Anwohner geht. Und lassen Sie mich noch eine letzte Bemerkung machen. Also ich bin, verehrter Herr Sastro, ich habe Sie ja schon für alles Mögliche gehalten, aber immer für einen völlig aufrechten Liberalen, der nie auf die Idee kommen würde,
so einen Quatsch wie, ich sag mal, ein Zentralkomitee für Straßenkunst vorzuschlagen. Also das ist jetzt wirklich seltsam. Ich weiß sehr wohl, und im Übrigen hat sich dieser Stadtrat, Herr, selbstverständlich, ja, also passen Sie auf, also Sie brauchen, doch, Sie haben gesagt, es soll einen Vorschlag geben. Aber entschuldigen Sie bitte, dieser Stadtrat beschäftigt sich heute in der Zeit, in der ich selbst beobachte, zum vierten Mal mit dieser Straßenmusiksatzung. In den Ausschüssen zigmal mehr. Auch diese Frage, die in München zum Beispiel es gibt, die es in Wien gibt, haben wir einige Male schon diskutiert und sind nach langen Debatten zu dem Ergebnis gekommen, dass es keine Lösung gibt, die zumindest sozusagen nicht, ich sag mal in Richtung, ich habe nicht von Zensur gesprochen, sondern es ist eine, was Sie vorschlagen, ist eine Lösung, wo es ein Gremium gibt, die sagt, das ist richtige Kunst und das ist falsche Kunst. Das kann nicht ein liberaler Weg sein, weil die, ich sag mal, wir erleben es ja momentan gerade wieder, dass auch Dinge, die ich persönlich extrem scheußlich finde, irgendeiner staatlichen Regulierung unterworfen werden. Auch das halte ich grundsätzlich für falsch. Und das kann nicht der Weg sein, den wir auf Antrag der Liberalen hier in Dresden gehen sollten. Man kann im Übrigen ganz einfache Dinge tun, dass sie darauf nicht gekommen sind. Ist ja auch schon bezeichnend. Es gibt einige Städte, die sagen, zugelassene Straßenkünstler sind nur solche, die mindestens ein Repertoire von 45 Minuten oder 30 Minuten haben. Und das muss dann auch als Angabe reichen. Und ich sage es noch mal als allerletzten Satz. Je stärker Sie die Straßenmusik reglementieren, desto schlechter die Qualität, die am Ende in Dresden ankommt. Deshalb die Freiheit der Straßenkunst ist ein Garant auch für die Qualität derselben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schmelich. Herr Kollege Kühn, zu den technischen Rahmenbedingungen. Gut. Die technischen Rahmenbedingungen kann nicht mal der Geschäftsbereich 6 beantworten. Ich meine, neben dem Umstand, dass nicht genau klar war, was jetzt der Ernst des Fragegehalts ist, Lärmmessungen sind natürlich eine technische Sache und dafür braucht man halt technisch ausgebildetes Personal. Im Veranstaltungsbereich gibt es ja technische Messungen und jeder weiß, wie das gemacht wird. Das ist eine recht aufwendige Aufgabe, technische Lärmmessungen durchzuführen, ist jedenfalls nicht das typische Profil eines Außendienstbeschäftigten im gemeindlichen Vollzugsdienst. Insbesondere Lärmmessungen, wenn sie gerichtsfest sind, haben einen relativ hohen Anspruch. Also das ist relativ deutlich. Machbar ist das alles. Und genau, weil diese Techniker genau sagen können, wo man was messen muss, wie Abstrahlungen und so etwas sind. Es ist also die Frage, findet die Messung an einem Ort statt, um zu gucken, wie laut ist es jetzt ganz konkret nur dort bezogen? Oder wird es auf irgendetwas konkret zurückgeführt? Und das ist relativ eindeutig, dass man dies eben nicht so nebenbei mit dem klassischen gemeindlichen Vollzugsdienst nebenbei machen kann. Also das, was es zum Beispiel an Lärmmessungen in der Neustadt eben auch gibt, was von Anwohnern selbst veranlasst worden ist, beziehungsweise deren Anwälte, sind höherwertige technische Dienstleistungen. Insofern wird alles, was man, wenn man einen bestimmten Wert festsetzt, einen technischen Prozess in Gang setzen, der auch ein relativ aufwendiges Kontrollverfahren nach sich zieht. Was dann wiederum relativ einfach ist, wenn es einen festgesetzten Lärm gibt und eine technische Expertise sagt, dass dieser Wert überschritten ist, aus diesen beiden Fakten dann ein weiteres Ordnungswidrigkeitenverfahren zu machen. Aber das ist nicht das Thema. Ansonsten ist auch deutlich geworden, ja in der Debatte und auch in den Anhörungen, es gibt in fast jeder Stadt irgendein Modell, das umgesetzt worden ist. Also es gibt auch Modelle von anderen Städten, wo Vorspielkommissionen eben auch tätig sind. Ich glaube, das Meinungsspektrum geht da relativ drüber aneinander. Es ist aber jetzt kein Ort, um eine verlängerte Ausschussdebatte zu machen, sondern es ist der Punkt, es gibt eine Vorlage der Verwaltung, die hat der federführende Geschäftsbereich von Kollegen Kühn auf den Weg gebracht. Alle anderen Geschäftsbereiche haben mitgewirkt. Der Oberbürgermeister hat im Ergebnis die abschließende Fassung freigegeben. Und jetzt ist es Ihre Aufgabe, diese Vorlage zu bestätigen oder aber eben Änderungsanträge zu stellen, wie die auch teilweise eingeflossen sind. Ich habe noch eine Wortmeldung von Herrn Latzinski. Bitte schön. Ja, Herr Sittel, Sie hatten es jetzt gerade
angedeutet. Gestatten Sie mir da bitte noch mal eine konkrete Nachfrage. Sie hatten ja gerade das Thema Messen, Messverfahren etc. Thematisiert. Nun ist es ja so, dass wir einfach nur einen Lautstärkewert in dieser aktuellen Satzung haben, die jetzt quasi hier beschlossen werden soll, ohne festzuschreiben, nach welchen Verfahren gemessen werden soll, in welchem Abstand gemessen werden soll. Es gibt ja da auch genormte Verfahren, die in der Regel zur Anwendung kommen. Es ist hier nichts definiert. Gäbe es da ein Verfahren, auf das man automatisch zurückfällt? Oder würden wir dann hier eine weitere Satzung schließen, ähnlich wie bei der Parkgebührensatzung, die dann zwar beschlossen ist, weil es eine Mehrheit im Stadtrat gibt, aber dennoch nicht umgesetzt werden kann? Und wie würde der Oberbürgermeister dann damit umgehen, mit diesem Beschluss? Gut, der Oberbürgermeister wird sich zur Beschlussfassung dann verhalten, wenn die Beschlussfassung erfolgt ist. Und das müsst ihr umsehen. Ich glaube, zum Technischen habe ich deutlich gemacht, dass Lärmmessungen ein technischer Prozess sind, die etwas komplexer sind, die mit dem Außendienst nichts zu tun haben, möglicherweise. Ich will nur den Hinweis machen, weil ja hier über erhebliche Personalressourcen diskutiert wird, dass natürlich jeglicher Einsatz des gemeindlichen Vollzugsdienstes teilweise über Stunden bei einem einzelnen Lärmmessungsprozess zulasten anderer Aufgabengebiete gibt. Das heißt also, je nachdem, was konkret beschlossen wird, wäre das natürlich auch stellenplanrelevant und würde sich dann in der Haushaltsplanung wiederfinden. Ist aber genauso wie die Entscheidungskompetenz des Stadtrates, über diese Satzung zu beschließen, hinterher natürlich auch über das Thema Personalressourcen zu beschließen. Und wie gesagt, der Oberbürgermeister wird die Beschlussfassung, wie sie erfolgt, erstens auf ihre Wirksamkeit überprüfen und zweitens, so die gegeben ist, dann auch entsprechend umsetzen und weitere Vorschläge zur notwendigen Untersetzung machen. Soweit zu den Nachfragen. Ich habe jetzt zum Abstimmungsgang hier gesehen, zunächst einen Geschäftsordnungsantrag, der zu Beginn gestellt worden ist, der darauf zielt, in der Ursprungsvorlage abzustimmen. Das würde ich Geschäftsordnung zuerst abstimmen. Wenn dieser eine Mehrheit hat, stimmen wir dann die Ursprungsvorlage ab. Und wenn die Erfolg ist, ist die Abstimmung beendet. Wenn der Geschäftsordnungsantrag keinen Erfolg hat, kommen wir zu dem umfangreichen Änderungsantrag der AfD-Fraktion. Wenn auch dieser Antrag keinen Erfolg hat, stimmen wir den federführenden Ausschussbericht ab. Hier war beantragt worden, die Punkte 1 bis 3 gemeinsam und dann Punkt 4 separat abzustimmen. Da ich überwiegend Nicken, kein Kopfschütteln gesehen habe, werden wir so vorgehen. Ich stimme als erstes über den Geschäftsordnungsantrag ab, der beantragt, die Ursprungsvorlage abzustimmen. Dieser hat bei 18 Ja-Stimmen, 45 Nein-Stimmen und 0 Enthaltung keine Mehrheit gefunden. Ich rufe damit den Änderungsantrag der AfD-Fraktion zur Abstimmung. Dieser hat bei 15 Ja-Stimmen, 49 Nein-Stimmen ohne Enthaltung ebenfalls keine Mehrheit gefunden. Wir kommen nun zum federführenden Ausschussbericht. Hier darf ich zunächst die Punkte 1 bis 3 zur Abstimmung stellen. Dies hat bei 35 Ja-Stimmen, 29 Nein-Stimmen ohne Enthaltung eine Mehrheit gefunden und schließlich den Punkt 4 des federführenden Ausschussberichts. Dieser hat bei 8 Ja-Stimmen, 50 Nein-Stimmen, 6 Enthaltungen keine Mehrheit gefunden. Vielen Dank. Wir haben damit den Tagesordnungspunkt 24